Ja, hey, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir Quests gemacht und davor haben wir Quests gemacht und davor haben wir Quests gemacht. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen jetzt doch mal mit der Story weiter. Ich wollte jetzt, Entschuldigung, doch eigentlich noch ein paar Quests hier erledigen. Ich habe schon einige Waffen hier so geschmieden, die wir abgehen könnten in so Tavernen, aber bis jetzt hier 5-6 Parts nur Nebenquests kommen, mache ich doch mal Story. Nehmen wir weiter, sonst wird das ja für euch auch zu langweilig. Deswegen gehen wir jetzt zum Weltenauge. Ja! Ich könnte aber theoretisch noch Quests machen. Theoretisch. Ich mache es aber nicht euch zuliebe. Ich will, dass dieses Projekt irgendwo hingeht. Läuft da schon seit einem Jahr irgendwie. So. Ich drücke jetzt mal absichtlich nicht weg. In der Hoffnung, dass hier irgendwie eine Cutscene kommt. Hoffe ich. Es muss eine kommen. Es wäre zu einfach. Na, 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 ja. Oh, hey, Sophie. Checking out the view? Can I ask you something? Is Richard still your friend? Yeah, Sophie, he is. But not just me. He's your friend as well, right? Noch viel mehr. Remember the pact of friendship we made together? But last time we tried, we couldn't do it. Well then, we'll just make another pact once Richard is back to normal. As long as we care for each other, the pact can be remade. Can we still remake it if I defeat him? Are you saying you're going to do that to protect us? If we do the pact of friendship with Richard again, will it make these feelings go away? I have this feeling that if I don't destroy him, I'll lose my other friends. But Richard is my friend too, so why do I feel this way? You've done everything you can to protect us, Sophie. There's no need for you to shoulder everything alone. Let me take care of Richard. He's a good person. I know he is. There must be a reason for what he's doing. Asbel. Und wenn nichts Gutes in sich drin hat, dann prügeln wir es einfach aus ihm raus. Logik. So, dann würde ich doch jetzt mal gerne am Weltenauge ankommen. Warum ist denn das so weit? Ich glaube, wenn wir in die andere Richtung gefahren wären, dann wären wir eher angekommen. Irgendwie schon, ne? Da, da oben links ist doch. Da sind wir da oben nicht, hä? Keine Ahnung. Logik. Karma. Weltenauge. So this is World's Eye. It's not very big. So where's the entrance to the Lestalia? Let's snoop around and see what we can find. Ja. Bedingungsloser Freude und zerrissenes Herz. Okay. Dann rüsten wir das doch mal alles aus. Minimales K, das ist gut. Mondrequiem. Ah, eine Mystic Art. Ich hab's hier noch ausgerüstet. Hätte ich alles offscreen machen können, aber nein. Mein Fuß juckt. Was soll das? Hab ich auch nicht. Und schon hier. Ja, meinetwegen. Und hier, irgendwas. So, zack. Okay. Skit, ich wusste es. Um ein Haar.
Did we beat you here, Richard? Or have you already come and gone? Either way, I will stop you. Okay. Oh. Ein Schritt weiter und es passiert Zeugs. Hey, this must lead to the Lost Dahlia, but it's been sealed off. Woher siehst du das? Well, it looks like we beat Richard here. Look, look up there. Hat mich jemand gerufen? Richard, what happened to you? Der Typ hat alles mögliche Elf in sich ausgesaugt. Was glaubst du wohl, wie es ihm geht? What's happening? I don't think his body can handle all of that Elf he's been absorbing. Seht ihr? Ich bin so schlau wie Pascal. Richard, stop! Stop right there! Shut up! All of you just shut up! I've come too far to let you stand in my way! Everyone stay on your game! Oh nee. Mein Gott, hat der viel AP. Mein Gott, ist Level 61. Mein Gott, Buch der Leidenschaft. Richard, er stark durch die Aufnahme Welkness, kann es belieben zu ihm vordringen? Mal gucken. Aua. Ich bin doch voll explodiert, als ich auf ihn losgegangen bin. Es ging nichts anfällig, okay. Mein Gott, wie viel ziehen wir denen denn ab? Du hast gesehen, wie geht denn das? Mein Gott, wie viel haben wir denn schon abgezogen? Das war einfach den angefallen, der bringt es, glaube ich. Das man schon auch. Ach du Scheiße. Jo. Zack, und zack. Und zack. Irgendwie machen wir ihn gerade voll platt. Und jetzt macht er uns platt. Geht alle in Deckung, Mann. Geht in Deckung, Mann. Seht ihr, ich hab doch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's dir gesagt, Sophie. Ah. Aua. Heil dich mal. Das war Schock. Aber irgendwie hauen wir ihn trotzdem kaputt. Den machen wir richtig fertig. Irgendwie. Ah nee, ah nee. Oh, hab ich auch mit Schock. Jawohl. Den Kampf habe ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Was zum? Was hast du mit deinem Schwert gemacht? Will ich auch können. Aua. Und über das Tod. Was eine Überraschung. War auf mich gerechnet? Weil irgendwie hast du nicht getroffen. Hey, gut. Ich tue einfach Plasma-Schock hier spam. Aua. 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 Lass mich dein Schild entfernen, Mann. Irgendwie machen wir den platt. Ich finde das so toll. Aua. Das Training ist etwas gebracht. Schön. So muss das. Buch der Leidenschaft, geil. Voll viel Zeugs erlernt. So muss das sein. So müssen die Bosskämpfe sein. There's nothing else we can do, except grant him a quick and merciful end. No, wait, stop! I can hear his voice. I hear Richard's voice. Asbel! Asbel! Is that you? Richard! And the pain is
too much. Help me, Aspel. Yes, I'm right here for you. I want to die. I don't want to die. Don't kill me. Please, Aspel. You are my friend. Who's there? Oh, it's you again, Protoss Haste! Protoss Haste? We saw that name in the Archive of Wisdom. No, you're wrong! I'm Sophie! Richard! Let's make a friendship pact. Then everything will be okay. Oh, Sophie. Die. Ouch. What the? Sophie! Sophie! Talk to me! Please open your eyes! No! The time has come. I have finally arrived. And now there is no one who can stand in my way! Everyone run! If we don't move now, then we won't make it out of here alive! Sophie! Sophie! Aspel, we have to go! Damn! Run to the forest, run! Wie auch immer wir es geschafft haben, obwohl da irgendwie niemand an Bord war. Das bietet sich gerade so schön an, ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, nach diesen Wendungen sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Richard war böse, aber man hat irgendwie noch Überbleibsel von ihm gesehen, aber dann war er doch wieder böse und hat nur so gespielt oder so getan, keine Ahnung. Und hat mit seiner Gunblade Sophie in die Fresse geschossen und ja. Wieso erkläre ich das eigentlich? Man hat es doch gerade gesehen. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht, ob Sophie noch lebt, ob Richard immer noch durchgeknallt ist im nächsten Part. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Part.